ganzen Videos folgen vom Umbau vom 7er GTI, wollte ich einfach nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie ihr ja wisst, warum der Kunde zu uns gekommen ist. Und zwar war er mit der Software, die auf seinem Fahrzeug war, nicht zufrieden. Ihn hat es gestört, wie das Fahrzeug fährt, wie das Getriebe schellt. Das ganze Zusammenspiel hat einfach nicht harmoniert. Und er bat mich, ob ich mir das anschauen kann und ob ich da einfach Abhilfe schaffen kann. Ja? Mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Ich würde jetzt sagen, jetzt steig mal einfach ein und fahr eine kleine Runde und dann sehen wir uns gleich im Fahrzeug. Ja, jetzt würde ich sagen, herzlich willkommen im Fahrzeug. Ich habe ja gerade schon angesprochen, worum es mir in diesem Video geht. Es geht mir einfach darum, euch zu zeigen, was nur mit Software und einer Downpipe bei diesem Auto möglich ist. Mir ging es jetzt einfach nur nochmal darum, dass ihr wisst, was kommt denn raus. Wir haben Serienleistung gehabt, 220 PS und 350 Newtonmeter. Ja? Und jetzt war es so, der Kunde hat bereits einen Datenstand oder hat bereits eine Software auf dem Fahrzeug gehabt und es hat halt nicht zusammen harmoniert. Das Getriebe hat geruckelt, am DSG waren ein paar Sachen nicht so angepasst, wie man das macht oder wie das die meisten machen. Das ist ja auch so ein Thema, wo man immer drüber streiten kann. Und er bat mich einfach vor Monaten, ich glaube vor drei Monaten, dass ich mir das Fahrzeug anschaue und hat gesagt, er ist so nicht zufrieden. Das haben wir gemacht. Wir haben den Datenstand angeschaut, wir haben den Datenstand geändert und es war merklich bzw. deutlich anders. Das Fahrzeug ist zwar von der Leistung her ein bisschen weniger oder es fährt sich einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, die Linie ist linearer. Ja, davor war er so gar nicht und dann ein richtiger Punch und jetzt ist einfach so, dass er kontinuierlich Druck macht. Ja, es fühlt sich unterm Strich weniger an, aber das Fahrzeug Motorgetriebe ist viel, viel harmonischer und das war auch das, was der Kunde eigentlich wollte. Und das hat er dann auch gesagt, er war mehr als zufrieden. Er hat sich echt mehrmals bedankt und gesagt, super, genau so, das war das, wie ich es eigentlich haben wollte. Da bin ich übrigens noch dankbar dafür, dankbar auch für die Komplimente. Und jetzt war mein Gedanke einfach nochmal, bevor man jetzt die nächsten Step macht, weil der Kunde kam dann nach anderthalb Monaten und sagte, ich möchte noch mehr Leistung. Das ist nur realisierbar mit einer Upgrade-Geschichte, das heißt Ladeluftkühler, Turbolader etc. Wollte ich einfach wissen, was kam denn an Leistung raus nach unserer Stufe. Ja, wenn man überlegt, 220 PS, 350 Newton ist schon ganz ordentlich für so einen Golf. Und wir lagen jetzt aber gemessen bei 304 PS und 460 Newtonmeter. Das heißt, wir haben einen Drehmomentzuwachs von über 100 Newtonmeter, was sehr, sehr viel ist. Und wir liegen bei knapp 85, 84 PS, also 80 PS mehr. Und die Kurve, die versuche ich euch nachher noch einzublenden. Genial, also da gibt es gar nichts dazu zu sagen. Ich kann ihn natürlich verstehen, dass er noch mehr Leistung will. Wer möchte das in unserem Alter nicht? Müssen wir noch so ehrlich sein. Viele können es halt vom Budget her nicht. Ist auch oftmals so, wenn man halt nachher natürlich Upgrade-Lader macht und so weiter, kostet es natürlich deutlich mehr Geld. Dem Kunde hier, der schafft das oder der kann das. Und dem gönne ich es auch. Und da bin ich auch gespannt, ob er nachher genauso zufrieden ist wie mit der jetzigen Leistung, was wir ihm gemacht haben. Ja, jetzt würde ich sagen, tun wir gar nicht lang rum. Es werden weitere Videos folgen vom Umbau. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und wir sehen uns in einem von unseren nächsten Videos hoffentlich wieder. Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao.